Hallo und einen wunderschönen Tag. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Top 10 Auswertungen in Power BI. Diese Auswertung ist sehr beliebt in Berichten und Dashboards. Und wie ihr diese erstellen könnt, das zeige ich euch nun. Ich habe mich bereits in Power BI auf eine Datenquelle verbunden und erstelle im ersten Schritt eine einfache Säulengrafik auf Basis vom Sales Amount und der Produktgröße. Und erhalte nun den Verkaufswert aller Produktgrößen. Nun möchte ich aber diese auf die Top 10 Größen einschränken. Hierzu bietet Power BI folgende Möglichkeit an. Und zwar, neben dem Visualisierungsreiter befindet sich der Filter. Und hier sehen wir das Feld Sales Amount und das Feld Size Größe. Und dieses möchte ich nun einschränken auf die Top 10 Größen. Und bei näherer Betrachtung sieht man hier ein Symbol, das nach einem Klick sich öffnet und ein weiteres Menü aufklappt. Hier habe ich unterschiedliche Filtertypen. Standardmäßig einfaches Filtern bedeutet, ich kann hier selektiv die Größen wählen oder in meinem Fall möchte ich eine Top N-Auswertung. Wähle diese und habe nun auch eine weitere Möglichkeit zu sagen, die oberen oder die unteren X-Werte. Ich wähle die Top 10, die oberen 10 Größen und muss nun im letzten Feld nach Wert definieren, nach welchem Wert er mir diese Größen sortieren soll. In meinem Fall nach den Sales Amount. Und bestätige mit Filter anwenden diese dynamische Filterung. Und wie ihr seht, erhalte ich nun eine Top 10 Auswertung. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Und ich würde mich über ein Like oder über eine Subscription sehr freuen. Und bis bald. Tschüss.